Die OER-Camps sind eine Veranstaltung, sind eine Community, sind eine Erfindung, um Open Educational Resources voranzutreiben. Für alle, die das nochmal besonders interessiert, machen wir nach dem eigentlichen Thema des heutigen Abends und nach dem Input von Christina nachher nochmal einen Werbeblock und können gerne nochmal Fragen auch dazu beantworten. Aber jetzt soll erstmal tatsächlich der Input im Vordergrund stehen. Wir haben uns das so überlegt, Christina, die dankenswerterweise gesagt hat, sie kommt spontan vorbei und hält einen kleinen Vortrag, wird genau das tun. Sie hat Folien mitgebracht und wird sowas wie 20 Minuten lang was zum Thema erzählen. Das Thema heißt, was sind eigentlich Open Educational Resources, kurz OER? Anschließend können wir noch Fragen und Antworten machen. Wir können noch Sachen zu den Edonauten klären, was auch immer gerade so der Bedarf ist. Und dann machen wir noch den Werbeblock für die OER-Camps, für Leute, die es noch nicht kennen und trotzdem noch kennenlernen wollen. Soweit. Ich freue mich sehr. Christina ist Medienpädagogin. Christina ist mit den OER-Camps verbunden seit vor dem ersten OER-Camp, weil sie mitgewirkt hat an der Entstehungsgeschichte und dann das erste OER-Camp 2012 in Bremen mitorganisiert hat, mit auf die Beine gestellt hat. Also insofern könnte es niemand Besseres geben, um jetzt sozusagen 8 Jahre später an diesem Punkt zu landen und die Einführung zu machen, was sind eigentlich Open Educational Resources. Ich freue mich sehr. Der Bildschirm und das Mikrofon gehören dir, Christine. Hallo, hallo, lieber Jöran. Hallo zusammen. Ich freue mich auch sehr, die Möglichkeit zu haben, dabei sein zu können. Wir haben uns einen kleinen Input überlegt zu dem Thema, was sind eigentlich OER, was sind eigentlich diese Open Educational Resources, und ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht und natürlich auch, also das, was ich denke, was so Grundlagen sind, um da erstmal abgeholt zu werden, auch grundsätzliche Begrifflichkeiten erstmal zu klären. Was sind die, und vor allem dann natürlich die spannende Frage, hoffentlich ein Stück weit zu beantworten, wo gibt es denn diese Ressourcen? Denn auch im Edonauten-Kontext gesprochen, seid ihr ja gerade dabei, Materialien zu erstellen für eure FAQ-Beiträge, für die Ergebnisseite. Insofern ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, sich auch mit solchen Grundlagen zu beschäftigen, wenn man denn ja gerade in der Erstellung einer solchen Ressource ist, das von vornherein gleich mitzudenken. Insofern starte ich jetzt mal die Präsentation. Ich wechsle dadurch kurz die Ansicht hoffe, genau. Ein kurzes Nicken von Jöran würde mir gut tun, wenn du eine Präsentation im Vollbild siehst. Richtig? Ich sehe eine Präsentation fast so was wie Vollbild. Mach mal weiter, ich sage, wenn es nicht passt. Ich würde sagen, es ist richtig so. Es ist richtig so. Guck mal so. Ja. Ist es ein Vollbild? Okay. Ja. Gut. Okay. Also, grundsätzlich wollen wir ein bisschen grundsätzlich starten. Zum einen geht es uns erstmal um den Begriff freie Inhalte, also erstmal überhaupt, was ist das überhaupt? Dann wird es uns um den Begriff und dann natürlich das Konkrete zur OER, Open Educational Resources, gehen und dann nochmal die Wichtigkeit, vor allem im Edonauten-Kontext, der sogenannten Tags, der Verschlagwortung. Das sind so die drei großen Bausteine, die wir heute zusammen bearbeiten wollen. Das geht sehr grundsätzlich vor sich. Zum einen eben haben wir hier erst einmal die grundsätzliche Annahme, dass wir vor allem Leute im Bildungskontext tätige und dort agierenden Personen haben, die jetzt mal symbolisch gesprochen mit diesem Bild sehr viel zu tun haben. Also sprich, wir machen gerne Dinge für uns und unsere Zielgruppen und unsere Menschen, die wir erreichen wollen und mit denen wir zusammenarbeiten, passgenau. Also wir nehmen uns Sachen und schnippeln da sowas zurecht, sage ich mal. Symbolisch gesprochen natürlich mit Schere und Leim, das ist in manchen Bildungsbereichen tatsächlich noch so, beziehungsweise immer noch gängig und durchaus sehr sinnvoll, das zu tun. Andere verändern sich da mit zunehmendem Maße, dass es also jetzt eher in die Copy-Paste-Richtung geht, wenn ihr wisst, was ich meine. Das also symbolisch gesprochen zu remixen, neu machen, neu zusammenstellen, erstellen, daraus Neues machen, möglicherweise ergänzen oder auch miteinander tauschen, in vielen Zusammenhängen gibt es auch Clouds, wo dann eben halt Sachen hin und her geschoben werden und so weiter. Also das vielleicht als grundsätzlicher Moment.
um was geht es uns jetzt hier konkret? Wir wollen also darüber sprechen, dass das Problem besteht, dass wir quasi relativ viele Inhalte haben. Wir haben zum Beispiel so etwas Materialien, so etwas wie Arbeitsblätter oder auch ein Buch oder ein Video und so weiter. Und wenn ich jetzt solche Inhalte habe, jetzt stellt euch mal vor, was euch ganz gut liegt, zum Beispiel mein Video oder man nimmt sich ein Buch oder vielleicht auch, nehmen wir mal jetzt symbolisch gesehen, es macht sich ganz gut, vielleicht erstmal ein Foto, dann ist es ja technisch gesehen relativ einfach möglich, dieses Foto zu nehmen und über die rechte Maustaste oder auf anderem Wege sich selber zu verschaffen, dass eines gehört, ja, so lokal gehört, also im Sinne von auf dem Computer gehört. Das ist ja gar nicht so einfach, vor allem das Urheberrecht macht uns da eigentlich oft einen Strick draus, dass wir also wissen, naja, so richtig technisch geht das ganz schnell und ganz gut, aber so richtig darf man ja nicht einfach so Dinge... darf man nicht einfach so Dinge von jemandem, auch wenn es technisch so schnell möglich ist, einfach so nehmen. Zum Beispiel ein Bild müsste man im Grunde genommen ja immer denjenigen fragen, bitte, lieber Fotograf, liebe Fotografin, darf ich dieses Bild verwenden? Nun ist die Ressource Foto ja, naja, also man kann ja jetzt in einem realen Zusammenhang jetzt nicht jedes Mal, wenn man irgendwas erstellt, jetzt jemanden fragen und so weiter. Also es macht die Sache relativ schwierig und so weiter. Deswegen gibt es sehr, sehr viele Ressourcen, die eben, sagen wir mal, wo man mit dem Symbol gesprochen, wo man niemanden fragen muss, sondern wo eben zum Beispiel in diesem Fall, achtet man darauf, was sich jetzt gleich ändert, dass es in diesem Fall darum geht, zum Beispiel durch eine ganz kleine Ergänzung da unten, also würde jetzt auf den ersten Blick sehen, ja, das ist ja nur eine Bildunterschrift, ja, also da steht jetzt da, wie das heißt und so weiter. Und durch diese kleine Veränderung dort unten, Entschuldigung, das sieht man jetzt leider nicht, sieht man eben zum Beispiel auch bei einem Foto zum Beispiel oder eben halt auch bei einem Text, also da oben ist zum Beispiel ein Text und dort unten ist so eine Angabe, wo ich sehe, ah, okay, die sagt mir eigentlich, was ich mit diesem Text darüber oder eben halt mit dem Foto, was ich eben gezeigt habe, eigentlich machen darf. Weil im Grunde genommen darf ich jetzt, also ich brauche niemanden mehr zu fragen, ob ich das verwenden darf. Und das ist eigentlich ganz praktisch, weil das Internet voll dieser Ressourcen ist. Wir wollen im Grunde genommen ja eben halt tatsächlich Inhalte haben, die wir explizit benutzen dürfen, die wir verändern dürfen und die wir vor allem weitergeben dürfen. Also wir wollen in dem Sinne jetzt nicht jedes Mal bei einem Foto irgendjemanden fragen oder bei einem Text, darf ich das für diesen Zusammenhang und so weiter. Das macht es ja für unsere Arbeit unglaublich schwer. Und da kann ich euch verraten, es gibt eben halt jede Menge von diesen sogenannten freien Ressourcen und damit wäre der erste Begriff eingeführt, quasi die freien Inhalte, die Inhalte unter sogenannter freier Lizenz, die sagen genau das, das ist genau ein Foto wie jedes andere, nur dieses Foto steht eben halt unter einer Lizenz, unter einer freien Lizenz, die sagt, was ich mit diesem Foto machen darf und dass ich zum Beispiel es zum Beispiel verändern darf. Dadurch sind relativ viele Dinge wichtig zu verstehen. Einmal eine freie Lizenz ist, also ein freier Inhalt hat so eine freie Lizenz, sagt man, ja. Und es bedeutet nicht, dass da quasi nichts mehr das ist keine Lizenz hat oder sowas. Das wird relativ oft falsch verstanden. Es wird relativ oft auch geschrieben, dass dann lizenzfreie Bilder sind. Das stimmt nicht. Das hat eine Lizenz. Und was es genau ist, damit werden wir uns intensiver beschäftigen. Ihr werdet vielleicht das schon mal gesehen haben. Das sind so eigentlich das Modell, was am weitesten verbreitet ist. Also sprich, damit finden wir sehr, sehr viele Modelle, sehr, sehr viele Bilder. Zum Beispiel oder andere Ressourcen, zum Beispiel eben halt auch Arbeitsblätter und so weiter, diese sogenannten Creative Commons Lizenzen, also Bilder und andere Ressourcen, wir bleiben jetzt mal beim Bild, was eben halt genau sagt, was ich mit dieser Lizenz, mit diesem Foto machen darf und was nicht. Bedeutet also, wir gehen jetzt nochmal zurück auf unser Foto, was wir eben hatten, dieses Foto. Und wenn ich diese Lizenz auf dieses Foto als Urheber auf dieses Foto gebe, dann bin ich eben halt genau, weiß derjenige, was ich machen darf und was eben halt nicht. In freien Lizenzen, wir beschränken uns da auf drei. Es gibt noch mehr, das wird leider nur komplizierter, wenn man sich das genauer anschaut. Ganz salopp gesagt, diese drei Lizenzen sind diejenigen, mit denen wir uns beschäftigen. Das sind die, wo wir erstens mal sehr viel finden, also sehr viele Ressourcen finden dafür. Sehr viele Fotos zum Beispiel oder auch andere, wie Texte und so weiter, finden wir unter diesen CC Creative Commons Lizenzen. Und wir machen die Bearbeitung unserer eigenen Materialien
sehr viel einfacher und bearbeitbarer, wenn wir uns auf diese drei Lizenzen beschränken. Also eine Lizenz natürlich pro Ressource. Was bedeutet das nun konkret, ganz kurz? Das bedeutet, dass ich, wir haben jetzt mal dieses Bild vor Augen, das Foto zum Beispiel, was ich eben gezeigt habe, bedeutet also, wenn ich dieses Foto hat diese Lizenz und bedeutet, ich darf das Foto benutzen, erstmal super. Ich muss also nicht fragen, ja, darf dieses Foto benutzen, ich darf dieses Foto sogar duplizieren, sprich, also ich darf es zum Beispiel auf meinen Rechner ziehen, also eine Digitalisat herstellen, sagt man, glaube ich. Und ich darf es modifizieren. Ich dürfte es zum Beispiel grün einfärben oder etwas abschneiden und so weiter. Also ich darf es für mich ein bisschen passgenauer machen. Und ich darf es vor allem auch wieder veröffentlichen. Also ich darf es in meinen Blog stellen oder ich darf es zum Beispiel auf dem Edonauten-Ergebnisseite stellen. Allerdings würde das okay, ja, also super, alles cool und so weiter. Der Urheber, die Urheberin hat allerdings so eine kleine beziehungsweise mehrere kleine Bedingungen daran. Also so ganz ohne geht's nicht. Bedeutet also in diesem ersten Fall zum Beispiel, und das ist das, was, mit was wir uns dann auch in der Vertiefung in weiteren Webinaren noch beschäftigen werden, bedeutet also alles ist, was ich gerade gesagt habe, der Urheber und die Urheber oder die Urheberin möchte gerne genannt werden. Ja? Also sprich, ich möchte gerne, dass ich als Urheber bitte auch auftauche irgendwo, wenn ich zum Beispiel ein wunderschönes Foto gemacht habe. Das wäre das CC BY hier oben oder eben das CC BY SA. Das bedeutet also dann, auch wenn ich es stark verändere, also zum Beispiel eine Collage herstelle und so weiter, dann muss ich genannt werden, möchte ich genannt werden als Urheber. Und ich möchte, dass dieses Gesamtwerk, was entsteht, genauso unter der gleichen Lizenz veröffentlicht wird, das also weiterhin sehr offen bleibt. Das Dritte, was noch am offensten ist, bedeutet also, ich möchte als Urheber wirklich nicht genannt werden. Das ist also auch eine Bedingung, die man stellen kann. Ja? Ich entscheide mich als Urheberin quasi für eins. Da gehe ich mal drüber hinweg. So sieht es dann aus auf der Creative Commons Seite. Das kann man sich nochmal in sehr vielen Handreichungen, die es gibt, nochmal sehr expliziter anschauen und so weiter, was man eben halt darf und was man eben halt unter den Bedingungen darf. Ja, also das ist sehr gut erklärt, denke ich, dass man also wirklich weiß, woran man ist, wenn man so ein Foto zum Beispiel benutzt oder andere Ressourcen. Hier nochmal als Erinnerung, wir haben jetzt hier unten gesehen, das ist also nicht einfach nur eine Unterschrift, eine Bildunterschrift, weil das sich so gehört, dass man irgendwie eine Bildunterschrift macht, sondern da steckt eben halt in diesem kleinen CC BY 4.0, das ist dann relativ gängig, dass man die aktuelle Version nimmt, dieser Lizenz, da steckt relativ viel drin, ohne dass ich quasi jemanden aktiv angesprochen habe, um diese Nutzung zu bekommen zum Beispiel. Wenn wir uns dann quasi nicht nur mit Bildern beschäftigen, also nicht nur mit diesen freien Inhalten beschäftigen, zum Beispiel so einem Bild, sondern komplexer werden im Grunde genommen und vielleicht auch an Lehr- und Lerninhalte denken, dann würde ich gerne eine zweite Begrifflichkeit einführen. Und zwar ist das zum Beispiel ein Podcast über Schülerinnen. Ich habe jetzt mal hier ein Ergebnis genommen, was zum Beispiel aus den OER-Camps kommt. Also wo man sagt, es ist für bestimmte Bildungszusammenhänge gedacht, dann spielt plötzlich ein weiterer Begriff eine Rolle und das sind die sogenannten Open Educational Resources, kurz OER genannt. Es gibt auch diverse deutsche Übersetzungen. Wir beschränken uns jetzt mal auf das eine OER, Open Educational Resources. Und da ist es recht üblich gewesen, obwohl ich gar keine Freundin davon bin, Definitionen zu bringen. Allerdings hier ist es tatsächlich so, dass die seit 2012 schlagkräftigste Definition tatsächlich die ist von der UNESCO, die das damals also mit auch initiiert hat, dass diese Bewegung im Grunde genommen und das, was man damit möchte, auch einen Namen bekommt, OER bekommt. Und das bedeutet, das sind Lern- und Inhalte, Forschungsressourcen. Da geht es erstmal gar nicht darum, dass das nur digitale Inhalte sind, wie in unserem Fall zum Beispiel, sondern, oder nicht nur sicherlich, was bei den Edonauten passiert, generell muss es nicht im Internet stattfinden, so etwas, sondern kann eben halt jedes Medium sein. Es geht unter eine offene Lizenz, also das, was ich eben gesagt habe, Ressourcen, die unter einer offenen Lizenz stehen, die eben halt veröffentlicht werden, die dann einen kostenlosen Zugang gewähren oder eben also zum Beispiel auch kostenlos und bearbeitbar und weiterverarbeitbar sind. Also genau diese Elemente, die wir eben halt auch in diesen freien Inhalten haben. Also eine Ressource, die genau dafür gedacht ist, dass man sie wirklich auch bearbeiten kann und so weiter. Also das als kurzer Einschub. Die Inhalte, die wir zum Beispiel von Verlagen, klassischen Verlagen haben, die haben sehr, sehr starke, wer sich da ein bisschen reingedacht hat oder vielleicht auch reindenken muss, haben sehr, sehr starke Einschränkungen, was man mit denen machen darf. Ja?
Und das macht es für manche Bildungszusammenhänge, wo man eben halt sagt, ich brauche da Sachen passgenauer, eigentlich ganz schwer bis unmöglich, die wirklich auch so für sich zurecht zu friemeln, sage ich mal. Konkreter, wo finde ich jetzt die? Diese Inhalte, um sie dann eben halt zu einer offenen Bildungsressource zu machen. Ein großer Schatz ist, glaube ich, immer noch relativ unbekannt, ist Wikimedia Commons. Das ist quasi die Schwester der Wikipedia. Das ist die Bilddatenbank, Bildfoto und ich glaube auch Videodatenbank von Wikimedia. Global auch. Dort findet man enorm viele Ressourcen, vor allem Fotos, die man unter so einer freien Lizenz auch, also die unter so einer freien Lizenz stehen. Gehen wir ein bisschen schneller durch. Flickr ist so ein Beispiel. Und jetzt sind so Beispiele, die ich gerne zeige, weil man diese Plattform kennt und dann aber wiederum nicht so richtig weiß, weil es unglaublich versteckt ist, dass die mit so einem Filter zum Beispiel, dass man filtern kann, dass man nur das angezeigt bekommt, was die hochladenden Personen unter so eine Lizenz gestellt haben. Also sprich, Flickr bietet an, dass man zum Beispiel Bienen, wie in meinem Beispiel jetzt, sucht. Und dann eben halt anklickt, ein Filter aktiviert, dass man dann anklickt, dass man nur Bilder bekommen kann, deren kommerzielle Nutzung und Änderung erlaubt ist. Das ist so ein bisschen Zusatzwissen, weil da steht eben halt nicht CC oder Creative Commons Suche, sondern das ist ein bisschen zusätzlich sozusagen. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Musik, gibt es ganz viel da auch. Da kann man sich auch immer relativ viel auch anschauen, was man dann eben halt bearbeiten darf. Ja? Bei Musik ist es ein Riesenproblem und natürlich auch, hat es natürlich auch Gründe, warum es nicht so einfach ist, einfach ein Musikstück zu nehmen, ist ja logisch. Gleichzeitig gibt es sehr viele Künstlerinnen und Künstler, die sehr gerne und explizit unter einer freien Lizenz sehr gerne veröffentlichen, weil sie dadurch zum Beispiel auch andere Konzerte und so weiter machen können und auch eine andere Bekanntheit zu Beispiel erreichen und so weiter. Es gibt sich Gründe dafür. Dann vielleicht auch was zu Sounds. Gibt es ganz spannende Dinge, die eben halt genauso funktionieren unter dieser freien Lizenz stehen, weil eben halt die Leute Lust haben, zum Beispiel sowas zum Beispiel zu bereitzustellen. Also meistens Community-Sachen, wo die Leute sehr gerne ihre Sounds zu sonst, was sehr spannend, sich da mal umzuschauen, by the way, und so weiter. Ja. Dann eine sehr wichtige Suche, das kurz angerissen, gibt es, und das ist oft auch nicht bekannt, die ist insgesamt sehr spannend, die erweiterte Suche über Google. Google als die größte Suchmaschine, wissen wir alle, und die bieten nicht nur diese Standard-Websuche an, sondern eben halt, manchmal ist das ein Rädchen, manchmal heißt es auch erweiterte Suche. Dort kann man eben auch explizit danach suchen, nach diesen Inhalten und so weiter. Und auch hier, ich wieder mein Bienenbeispiel gewählt, man muss bei YouTube, bei YouTube kann man Videos hochladen und wenn man Videos hochlädt, dann ist es eigentlich schwierig zu finden als hochladende Person, dass man zwei Möglichkeiten hat. Man hat die Möglichkeit der Standardlizenz von YouTube, das bedeutet dann, ich darf das Video als Mensch, der sich das dann anschaut, natürlich nicht runterladen und irgendwie sowas. Man kann aber auch als hochladender Mensch sagen, ich stelle das Video unter eine Creative Commons Lizenz. Das bedeutet, ich kann ich darf das als Endnutzende runterladen, ich darf das verbreiten, ich darf das zum Beispiel übersetzen und solche Dinge. Wenn man das einstellt, wenn man das weiß, dann kann man als anderer Mensch am anderen Ende nämlich danach suchen. Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass diese Suche erst zu sehen ist, wenn man etwas eingegeben hat bei YouTube. Und das ist ziemlich tückisch, weil kein Mensch, wenn man es nicht aktiv gesagt bekommt oder selber mal drüber gestolpert ist, weiß das so richtig. Also hier bitte merken, was eingeben, irgendwas. Und dann erscheint, wie aus Zauberhand, ein aufklappbares Fenster mit einem Filter, das heißt, glaube ich, auch Filter, wo man unter anderem, die Pfeile sollen es verdeutlichen, Creative Commons findet und daneben dann explizit zum Beispiel nach Bienenvideos suchen kann, die unter einer Creative Commons Lizenz stehen. Christine, ich unterbreche dich nur mal ganz kurz für organisatorische Ansagen, für Fragen, die man jetzt schon stellen will oder auch die man gleich stellen will, Anmerkungen, Ergänzungen etc., gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, Rückkanäle. Entweder man hat heute Morgen eine E-Mail gekriegt, wo man die Einladung zu den Webinaren bei den Edonauten bekommen hat, dann kann man einfach auf Antwort drücken und da seine E-Mail-Frage hinschicken. Oder die Kolleginnen sind auch auf Twitter unterwegs. Das heißt, wenn jemand seine Frage mit dem Hashtag EduNauten twittert,
auch dann kommt sie bei uns an. Also entweder auf die E-Mail von heute Morgen antworten oder bei Twitter mit Edunauten die Frage stellen. Und dann können wir das nach Christines Input hier sammeln und klären. Entschuldige, Christine, kann weitergehen. Ein wichtiges Tool dabei ist noch, wenn wir jetzt also noch mal kurz zurückgehen, das waren jetzt eher Plattformen, die es gibt, kommerzielle Plattformen, die es gibt, wo man eben so Filter einstellen kann. Wir hatten Flickr gesehen, wir hatten Google gesehen, natürlich auch dann nochmal die explizite Videosuche über YouTube, also Plattformen, die das quasi in einer Filterfunktion in sich tragen. Und dann gibt es von Creative Commons selber, das sieht meines Wissens, glaube ich, auch mittlerweile ein bisschen anders aus, aber das findet man genauso unter CC Search. Eine Suche, die gar nicht, sieht auf den ersten Blick aus wie eine Suche, ist aber gar keine Extrasuche in dem Sinne, sondern Creative Commons hat als NGO über die einzelnen speziellen Suchen, die ich eben gezeigt habe, also eine YouTube-Suche, quasi eine Metasuche drüber gelegt. Also ich mache es nochmal deutlicher. Ich habe hier ein Feld, wo ich zum Beispiel meine Biene wieder eingeben kann und suche dann explizit eben halt nach zum Beispiel einem YouTube-Video. Also ich muss nicht auf YouTube gehen, dort diesen Filter aktivieren, sondern kann eben halt über CC Search, die Creative Commons-Suche zum Beispiel eben halt dann direkt auf direkten Wege auf diese gefilterte Suche, sage ich mal, zugreifen. Und das geht spannenderweise natürlich auch noch mit anderen Dingen. Wir sehen also hier zum Beispiel Open Clip Arts, die es haufenweise gibt. Da ist es auch immer wieder empfehlenswert, da einfach mal vorbeizuschauen und sich da vielleicht auch eher selber so einen Weg zu verschaffen, wo man Dinge so mag, ja, also wo man sich gut zurechtfindet. Da ist auch nicht für jeden was dabei, sondern zum Beispiel in meinem Fall, ich habe mich bei Wikimedia Commons fühle ich mich sehr wohl, da weiß ich auch ungefähr, was ich so suchen muss. Da kommen wir gleich noch drauf zu den Schlagwörtern. Und bei Flickr zum Beispiel komme ich überhaupt nicht zurecht. Das ist nicht meine Suche. Aber da habe ich auch Erfahrungen gesammelt im Grunde genommen. Dann gibt es explizit über OER zu sprechen. Das waren jetzt ja auch Inhalte, die gar nicht zu Bildungsinhalten sind. Also zum Beispiel, hier findet man nicht nur Bildungsinhalte, das wird man sehen. Gibt es eben halt auch eine wunderbare Suche, die nur so sucht, dass, also nur auf Plattformen sucht, die explizit Open Educational Resources anbieten, ja. Und das ist auch ganz spannend, wenn man sich in diesem Feld gerade erst anfängt zu bewegen, erstmal zu erkennen, wie groß dieses Feld überhaupt ist. Also wir haben ja anfangs schon gesagt, das erste OER-Camp ist schon ein paar Jährchen her. Und da haben wir auch uns auch interessanterweise spannende, ähnliche Fragen wie diese Zeit gestellt, gleichzeitig aber auch gemerkt, dass es in den letzten Jahren unglaublich gewachsen ist, dieses Feld der offenen Bildungsressourcen. Und ich empfehle sehr, sich bei dem Hörnchen mal umzuschauen, weil das eben halt einen wunderbaren Überblick gibt und gleichzeitig auch mal einen Erfolg hat, indem man auch was findet, ja. Der größte Dinosaurier, würde ich sagen, ganz positiv gemeint, der sich ich glaube, du hast es mal gesagt, Jöran, die haben schon OER gemacht, ohne dass sie es jemals, glaube ich, früher schon, sie haben es noch nicht OER genannt, gewachsen aus einem ganz kleinen Kreis von Lehrerinnen und Lehrern, die ZUM, die Zentrale für Unterrichtsmedien, ein ZUM-Wiki. Und da lohnt es sich gerade für Leute aus dem schulischen Bereich, weil wirklich tagtäglich da neue Ressourcen entstehen, aufgebaut. Sieht ein bisschen aus wie Wikipedia, weil es eben halt das sogenannte Media-Wiki ist. Und dadurch sehr viel auch systematisch gesucht werden kann. Also als die Nummer 1 Adresse, wenn es um schulische OER geht. Es gibt aber auch noch haufenweise andere, aber ich will ja auch ein bisschen auf meine Zeit achten. Ein anderes, um das einfach mal das Spektrum zu zeigen, das wirklich crowdbasiert, also tatsächlich auch eine Sache, die sehr grundlegend von echten Lehrerinnen und Lehrern kommt, die ganz an unterschiedlichen Orten sitzen, gibt es eben halt auch spannende andere Projekte, die von sich heraus auch einen ganz großen Cut damals gemacht haben. Die Siemens-Stiftung hat ein sogenanntes Medienportal, der Siemens-Stiftung heißt es, glaube ich, die sich naturgemäß auf MINT konzentrieren. Und die haben zum Beispiel auch unglaublich viele sehr auffällig gemachte Ressourcen, alle unter einer Creative Commons Lizenz, zum Beispiel eins zur künstlichen Intelligenz. Also wir versuchen auch da zeitgemäß und aktuelle Themen mit einzubinden und unglaublich viele Ressourcen, die auch im bearbeitbaren Modi zum Beispiel Formaten runtergeladen werden können, dass es mir wirklich weiterverwenden kann und so weiter.
weiter. Das vielleicht als Beispiel noch dazu. Und das noch, um den Kreis auch ein bisschen zu schließen zu dem, was bei den OER-Camps passiert. Bei den Werkstätten vor allem gibt es einen unglaublichen Schatz, da auch einfach die Suchmaschine seines Vertrauens anwerfen und OER-Camps Ergebnisse suchen. Und dort findet man eben halt auch explizite Bildungsressourcen, die aktueller nicht sein können, weil sie tatsächlich auch in der letzten Zeit erst entstanden sind und so weiter. Genau, ich möchte noch ganz kurz auf den Punkt der selber Nutzung eingehen. Geht das noch von der Zeit, Jöran? Gut. Freie Inhalte selber nutzen. Also nochmal ganz kurz durchatmen. Wir haben jetzt gesehen, okay, es gibt da relativ viel und ganz viel, was wir irgendwie nutzen können und so weiter. Ich habe bewusst, obwohl ich ein großer Fan bin von diesem unglaublichen Schatz, den es gibt da draußen zu zeigen, mich bewusst versucht zu begrenzen. Wie gesagt, da gerne nochmal, sehr gerne nochmal die Einladung, selber auf die Suche zu gehen und sich da so ein bisschen auch, was sein Fach bzw. seinen Bildungsbereich angeht, nochmal ein bisschen zu suchen. Wenn man jetzt also gesucht hat, ja, dann ist erstmal so ein Punkt erreicht. Wir bleiben jetzt mal, weil das sich so schön griffig anfühlt, bei einem Bild, was wir gefunden haben und so weiter. Und dann ist das im Grunde genommen die korrekteste Angabe eines solchen Inhalts, wie man es sich vorstellen kann. Ganz am Anfang hatte ich ein Bild gezeigt, stand Themenwünsche drauf und da war auch so eine Bildunterschrift und so weiter. Das war auch sehr korrekt. Und das ist jetzt eigentlich etwas, was wir als sehr, sehr korrekt einbinden. Und wir haben gewisse Regeln, was das angeht. Also alles ist das offene Internet und wir können da alle reinschreiben und so weiter. Gleichzeitig gibt es ein paar Bedingungen, das hatte ich schon angedeutet, weil eben halt auch die Menschen, denen diese Bilder gehören, die Urheberinnen und Urheber sind, gewisse Bedingungen stellen. Das sieht aber alles komplizierter aus, als es ist, das kann ich euch versprechen. Und es gibt da ein paar Eselsbrücken, die wir uns bauen können. Zum einen eben, ich habe euch das nochmal ein bisschen hervorgehoben, erinnert euch vielleicht an die eigentliche, vielleicht in der Schule schon oder auch dann in anderen Kontexten, wie wir so zitieren gelernt haben. Ja? Also sag, wer es gemacht hat und sag, wie es heißt. Ja? Das ist so die grundsätzliche Regel. Und sag, wo du es her hast, ja? Das ist eigentlich die grundsätzliche Regel, die wir uns auch beherzigen, wenn wir Sachen online nutzen, ja? Also das kann ja, im Grunde genommen schließt sich da der Kreis, warum soll das nicht genauso gelten, natürlich? Und es geht. Und da gibt es, möchte ich das ganz kurz durchführen, ganz wichtig ist natürlich immer noch den Titel des Werks zu benennen, klar, ja, also wie heißt der Titel, die Urheberin in dem Fall zu benennen und zwar genauso, wie sie es auch vorgesehen hat, so wie wir sie finden, die Lizenz, die Urheberin auf dieses Bild gegeben hat, genau anzugeben, den Lizenztext auch. Der ist hier ein bisschen versteckt, weil er sozusagen unter dem Linkstück und Hyperlink hyperlinkt wird. Weiß nicht, ob er das so sagt. Und natürlich die Quelle, ja, wo man das her hat. Und ihr werdet es vielleicht schon sehen, es ist ein bisschen was gehighlightet. Das kann man sich gut merken. Es gibt eine Regel, die man auch im Internet gut finde, die Tulu-Regel, also Titel, Urheberin, Lizenz, Link, Ursprungsort. Das muss man ein bisschen üben und dann kommt man sehr schnell zu so einem perfekten, der Angabe einer korrekten Lizenz beziehungsweise auch der korrekten Lizenzangabe und auch der Angabe der korrekten Quelle und so weiter. Das gibt es auch und das ist das Gute an der OER-Community, die so vielfältig ist, dass es sehr gut aufbereitet ist, dass es da eine OER-Infostelle gibt und so weiter, dass wir uns da auch immer wieder Rat holen können, weil das sehr gut aufbereitet ist. Genau. Und auch ein weiterer Tipp, den ich gern geben möchte, es gibt ein spannendes, niedrigschwellig gestaltetes Buch, was sich freie Unterrichtsmaterialien nennt, aber gar nicht nur auf Unterricht bezogen ist, vom Kollegen Jöran Muss-Mehrholz, der das mit haufenweise Online-Materialien auch noch zusätzlich im Internet gestellt hat, wasistoer.de. Das Buch kann man erwerben und oder sich im Internet und herunterladen und so weiter. Das ist das eine. Wir haben die also jetzt gefunden und so weiter. Kurz durchatmen, weil ich mache jetzt nochmal einen ganz großen Cut, weil wir zum einen natürlich sehen, okay, wir sind jetzt an dem Punkt der Edunauten angekommen, wo es explizit darum geht, diese Inhalte zu erstellen, also ich
weiß, dass schon ganz viel passiert ist und die in gewisser Weise auch für die Ewigkeit da einzubinden, ja? Bevor du den großen Sprung machst, ich habe gesehen, dass ein paar Menschen noch nachträglich dazugekommen sind, deswegen erkläre ich nochmal ganz kurz. Nach dem Input sammeln wir die Fragen und Rückmeldungen, können also gerne nochmal sozusagen ein Zusatzprogramm machen. Und zwar über zwei Wege kann man seine Fragen und Rückmeldungen schicken. Entweder über Twitter, Hashtag Edunauten, oder wenn man bei den Edunauten schon angemeldet war und heute Morgen eine E-Mail gekriegt hat mit einer Einladung zu diesem Webinar, dann einfach auf Antworten bei dieser E-Mail drücken und einfach nur die Fragen reinschreiben und dann kommt sie auch hier an. Also nochmal die Reise, die wir gerade im Sprint gemacht haben innerhalb dieser Zeit. Wir haben gesehen, okay, was ist es mit den freien Inhalten? Was ist OER? Also was verbirgt sich dahinter? Gleichzeitig auch, okay, wie nutzen wir das jetzt? Und das ist ja der entscheidende Punkt, wo die Edunauten gerade stehen. Wir wollen es jetzt für uns nutzbar machen. Also vielleicht wollt ihr andere Inhalte von anderen nutzen für eure Beiträge, vielleicht auch euch Gedanken innerhalb eurer Gruppe machen, wie bestimmte Inhalte zum Beispiel, sagen wir mal, von euch selber, unter welcher Lizenz und so weiter ihr steht. Da bekommt ihr gerne auch durch mich und durch andere Coaches in der intensiven Auseinandersetzung mit Beratung, mit eurem Fall natürlich auch gerne Unterstützung. Und gleichzeitig möchte ich an der Stelle jetzt nochmal einladen dazu, sich jetzt schon Gedanken darum zu machen, wie ihr auffindbar werdet. Sich jetzt dafür Gedanken zu machen, das wäre der dritte Teil, den ich anspreche, neben den freien Inhalten und den OER-Geschichten nochmal sich über, sagen wir mal, Schlagworte Gedanken zu machen. Weil, nochmal das sehr deutlich zu machen, dass wir ja unglaublich wertvolle Schätze in dieser kurzen Zeit zusammengestellt haben. Vor allem ihr habt es gemacht, in Gruppenarbeit oder auch allein, je nachdem. Und explizit jetzt entsteht eine sehr wichtige Phase, in dem wir jetzt das quasi versuchen, das ein Stück weit ins Internet zu archivieren auf einer Ergebnisseite. Und jetzt die Entscheidung zu treffen, wie soll ich quasi später gefunden werden, beziehungsweise jetzt zu sagen, welche Schlagwörter finde ich dazu. Ich nenne das, um es ein bisschen deutlicher zu machen, was ich meine, weil diese Seite ja gerade erst entsteht, zeige ich euch das mal an einem Beispiel, was mir sehr nahe steht, ist der Medienpädagogik-Praxis-Blog. Okay, was haben Sie jetzt mit der neuen Seite an? Sie hat ja schon genug gezeigt. Wartet kurz ab. Der Medienpädagogik-Praxis-Blog ist eine Seite, die vielleicht auch schon zu den bekannten medienpädagogischen Seiten gehört. Die existiert seit 14 Jahren. Ich glaube, wir sind jetzt im 15. Jahr. Ich sage das deswegen, weil ich im Redaktionsteam bin. Ein kurzes Wir an der Stelle. Und jede Woche erscheint mindestens ein Blogartikel. Man kann da Newsletter abonnieren und man würde irgendwie auch über Facebook und sonstige Kanäle mitbekommen, dass da etwas Neues erscheint. Wir wissen aber, und das werdet ihr vielleicht euch auch vorstellen können, dass man nicht genau weiß, okay, was steht jetzt auf diesem Blog drauf, zumal man ja irgendwie auch 15 Jahre nicht zurückscrollen kann, einfach so. Also für uns ist es entscheidend, das wissen wir auch, dass die Leute sehr, sehr stark über diese Suche gehen. Also wie geht man auf eine Seite? Entweder man bekommt mit, oh, dienstags kommt ein neuer Artikel, das finde ich jetzt spannend, also gehe ich jetzt auf die Seite. Oder, Mensch, spannend, also der Medienpraxisblog, weiß ich doch, die haben sich doch so gut wie mit jedem Thema beschäftigt. Also gehen die Leute explizit eigentlich immer, das wissen wir durch Statistiken und auch durch Befragungen, eigentlich immer über diese Suche. Und suchen da nach Dingen, also nach Schlagwörtern in dem Fall. Und sie würden eure... Denkt da parallel an eure Edunauten-Beiträge. Ihr möchtet ja gefunden werden. Also ihr entscheidet, ob ihr gefunden werdet, indem ihr, wenn ihr euren Beitrag anlegt, ein Schlagwort und bitte nicht nur eins, Schlagwörter vergebt. Und wenn dann hier auf dieser Suchseite eben halt die guten Schlagwörter gefunden werden, sprich also jemand sucht etwas Kita-Bereich, Medienbildung und Basteln, so geben das die Leute tatsächlich ein, weil sie so Schlagwörter auch schon ein Stück weit, weil sie ja so Google-trainiert sind, auch ein Stück weit auch so trainiert sind, dann brauchen wir im Grunde genommen diese guten Schlagwörter, um euch und eure Beiträge zu finden in dem Sinne. Ja? Also für uns ist immer ganz ratsam, wenn wir einen Praxisblogartikel schreiben, wirklich darauf zu achten, dass wirklich gute, eindeutige Schlagwörter gefunden werden, von denen wir hoffen und denken, dass die Leute das am Ende, die es lesen, auch eingeben
im Grunde genommen. Genau. Das ist mir nochmal ganz wichtig, an der Stelle schon deutlich zu machen, weil ich die Erste bin, die hier so ein Webinar macht, das also schon jetzt auf den Weg zu geben, da schon mitzudenken, die guten Schlagwörter zu finden. Genau, damit wäre ich jetzt am Ende und bedanke mich sehr für das Zuhören. Bravo, vielen, vielen Dank, Christine. Ich mache einen Last Call für Fragen. Wir haben auch ein paar, die arbeite ich gleich mal ab. Wer jetzt noch was loswerden möchte, entweder über E-Mail, wenn man heute Morgen eine E-Mail bekommen hat mit einer Einladung zu der Veranstaltung, einfach auf Antworten drücken oder bei Twitter über den Hashtag edonauten. Das haben gemacht. Habe ich gar nicht überall die Fragen dazu auf meiner Notizzelle. Macht nichts, Inhalt ist ja wichtiger. Das erste ziehe ich mal vor, weil es passt sehr gut zum Abschluss erstmal. Christine macht das sehr toll, Ausrufezeichen ist eine Rückmeldung gewesen. Vielen Dank. Das ist keine Frage. Im doppelten Sinne, das ist keine Frage. Dann haben wir eine Frage, ein bisschen auf der Metaebene von Loremar. Tolle Sache. Werden die Webinare aufgezeichnet? Wenn ja, wo kann man sie auch nachträglich ansehen? Ja, sie werden aufgezeichnet. Wir werden auf der Website der Edonauten und in den morgendlichen Mails der Edonauten dann Bescheid sagen, wo es ist. Irgendwo auf einer dieser öffentlichen Videoplattformen werden wir sie dann einbinden. Und zwar möglichst zeitnah. Schon zwei Sachen, zu denen Christine nicht sagen könnte, aber jetzt. Christine, kann man auch eine NC-Lizenz nehmen? Unsere Inhalte sind doch für den nicht kommerziellen Bereich gedacht. Ich nehme an, unsere Inhalte können wir jetzt mal beziehen auf die Edonauten-FAQ. Also, kann man auch eine NC-Lizenz nehmen? Im Allgemeinen oder im Besonderen? Natürlich kann man auch eine NC-Lizenz nehmen. Also, es gibt keine Creative Commons-Polizei. Gleichzeitig möchte ich nochmal eher davon abraten. Also, ich möchte davon abraten, aus mehreren Gründen. Weil wir wollen, dass unsere Materialien genutzt werden sollen. Das bedeutet, dass die Leute, die sie nutzen, es möglichst einfach haben sollen. Und wenn man mehr dieser Kürzel ransetzt, du sagtest es ja NC, ja Non-Commercial, dann macht man es für die Nachnutzenden unglaublich kompliziert. Erstens mal wissen die Leute nicht so richtig, bin ich kommerziell und bin ich nicht kommerziell. Eine private Schule, Bildungsbereich, da geht aber irgendwie was mit Geld einher und so weiter. Ist das kommerziell oder nicht? Ich zum Beispiel bin Freiberuflerin, dürfte dann im Grunde genommen deine Inhalte nicht nutzen. Das ist ein unglaublich schwammiger, also sagen wir mal ein unglaublich schwammiger Bereich, wie die Nachnutzung quasi gestaltet wird. Ich würde euch da zu einladen, zu überlegen, möglichst breit zu denken und es möglichst einfach für die Leute zu machen, die es nutzen sollen und da gar keine Scheu davor zu haben, dass es viele Leute nutzen, weil wir wollen ja, dass sie es nutzen. Ja, das möchte ich nochmal ganz deutlich machen. Wir machen es dadurch eher komplizierter, als es einfacher ist. Ich glaube, wenn ich das kurz ergänzen darf, der zweite Teil der Frage ist auch eine Steilvorlage. Da steht, unsere Inhalte sind doch für den nicht kommerziellen Bereich gedacht. Das ist wahrscheinlich das typische Missverständnis hinter dem NC-Lizenzkürzel. Das heißt nämlich nicht, das ist für den nicht kommerziellen Bereich, sondern das bedeutet, dass es verboten ist, es irgendwie anders zu nutzen. Also das hat gar keine Auswirkung, diese Lizenz für die nicht kommerzielle Nutzung, sondern eben für all diese anderen Fälle und für die schwammigen Fälle, die Christine eben so schön aufgezeichnet hat. Und es ist eben nicht so, dass das sozusagen die Frage ist, ist es eine kommerzielle Einrichtung oder nicht, sondern die Nutzung, die ganz konkrete Nutzung ist entscheidend. Das heißt, es kann auch eine kommerzielle Trägerschaft sein, gemeinnützige Vereine etc., wenn da aber beispielsweise in einem Seminar ein Unkostenbeitrag erhoben wird etc., ja. Dann fragen sich die Leute schon, ist das jetzt eine kommerzielle Nutzung oder nicht? Also wir werden jetzt ganz konkret bei den Edonauten sicher nicht irgendwie einen einzelnen Inhalt wieder löschen, wenn da jemand einstellt und eine NC-Auflage drauf macht. Aber vielleicht fragen wir nochmal nach und gucken, ob wir Gründe dafür oder dagegen finden können. Ja, vielleicht auch nochmal, das ist dann im Zweifel eben halt das Risiko, dass die Leute es nicht nutzen, weil sie eben mal wissen, jetzt habe ich diese Teilnehmergebühr, ich weiß nicht so richtig, also ich möchte ja nicht, dass jetzt irgendjemand mir und so weiter. Ihr wollt genutzt werden und denkt daran. Ja. Die letzte Frage, die ich hier auf dem Zettel habe, heißt, wie geht es weiter mit den OER-Camps? Das habe ich ja schon gesagt, könnten wir sozusagen am Ende nochmal als Werbeblock bauen, ein bisschen was dazu erzählen, OER-Camps Perspektive in Corona-Zeiten. Christine, hast du noch was wir sonst klären sollten zum Freilizenzen, OER, Schlagworte,
Nee, ich habe ja auch viel jetzt gezeigt, denke ich. Ich glaube, da nochmal tatsächlich nochmal selber zu gucken und mich auch gern nochmal anzusprechen, wenn wir da nochmal zusammen drauf gucken können, weil die Sachen sind ja vielleicht auch dann nochmal im expliziten oder also in der konkreten Sache auch nochmal dann, dass man sich das nochmal gemeinsam anschaut, was da wichtig wäre zu berücksichtigen, gerade wenn es dann eigentlich um die grundsätzliche Frage geht, was machen wir jetzt mit dieser Lizenz, welche nehmen wir und wer steht da hinten dann möglicherweise als Urheberin, als Urheber drauf und so weiter. Und da könnt ihr mich gern nochmal ansprechen und so weiter, wenn es da nochmal was gibt. Helfe ich gern. Sehr schön. Dann ganz herzlichen Dank nochmal an Christine. Ich mache erstmal kurz einen Werbeblock für weitere Unterstützung bei den Edonauten und dann kommt die OER-Camp-Erklärung. Ich habe gerade in den Chat einen Link gepostet und für alle, die die Aufzeichnung sehen, die müssen es jetzt anfangen zu tippen. edunauten.de/OERcamps. OERcamp steht bei Christine auch über ihrer Schulter. Ich traue mich nicht zu sagen links oder rechts, weil das ist immer schwierig. Ich hatte auch gerade so einen Impuls. Zeigst du auf die richtige Seite? Ich mache es so. Ist das richtig? Ja. edunauten.de/OERcamps. Da steht nämlich das weitere Programm. Christine hat nämlich den Auftakt gemacht und wir haben jetzt aber für den Endspurt tatsächlich jeden Abend so ein Webinar mit unterschiedlichen Gästen und am Sonntag aus unserer heutigen Sicht morgen sogar gleich zwei um 14 Uhr und um 20.30 Uhr und dann auch Montag um 20.30 Uhr und Dienstag um 20.30 Uhr und Mittwoch um 20.30 Uhr werden wir das mit diesen Webinaren machen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Morgen Nachmittag 14 Uhr wird Kai Obermüller da sein und was erzählen zu, wie man so Screencasts aufzeichnet, also seinen Bildschirm. Als Video macht es besonders beliebt, wenn man einfach Sachen erklären und zeigen will. Auch wie man Audioaufnahmen macht, wird er zeigen, etc. Sonntagabend, 20.30 Uhr, kommt Henry Steinhau, der auch einer vielleicht mit zweitem Namen OER-Erklärbärin überhaupt. Also Henry kann alles beantworten rund um Texte und Bilder und andere Materialien unter freier Lizenz, kann noch viel besser erklären, was der Unterschied zwischen den Lizenzen ist, wie man es konkret macht, etc. Das heißt, alle, die heute sozusagen ersten Kontakt hatten, morgen schon irgendwas ausprobieren, können morgen Abend gleich nochmal nachfragen bei Henry im Webinar. Montag geht es um interaktive Elemente, zum Beispiel A5P, Oliver Tacker ist da. Dienstag kommt Anja Lorenz und erzählt was, wie man, wenn man OER nicht neu erfindet, sondern was nimmt und das irgendwie neu zusammenbringt. Christine hat ganz am Anfang gesagt, einen Remix quasi draus macht, was man dann beachten muss. Anja wird auch dafür was sagen, wie man verständlich schreibt und die Inhalte nochmal nicht nur offen, sondern schön macht. Und am Mittwoch haben wir dann zum Abschluss nochmal eine offene Fragestunde mit alles, was wir klären können zu dem Abschluss bei den Edonauten. Das ist die Vorschau. Die ganzen Sachen stehen auf edonauten.de/OERcamps und da gibt es auch noch weitere Links, weil diese Coaches nicht nur abends Webinare machen, sondern auch quasi 24 Stunden am Tag da sind. Sie antworten vielleicht nicht immer sofort nachts um vier, aber man kann 24 Stunden am Tag Fragen stellen. Auf edonauten.de gibt es nämlich eine Seite für jeden der Coaches. Da steht auch noch mal ein bisschen ausführlicher, wer das ist und was die können und welche Bereiche sie gut bearbeiten. Und da kann man einfach unten drunter auch seine Frage loswerden und man kann auch sowas sagen wie hier, wir sind in der Diskussionsgruppe da drüben und wir kommen gerade nicht weiter, weil wir uns fragen, wie wir das und das machen. Dann kommen die Coaches auch sehr gerne da in die Gruppen und beraten individuell bei allem, was da jetzt ansteht. Soweit Vorschau zu den Edonauten. Jetzt kurz zu den OER-Camps. Die OER-Camps gibt es ja schon eine ganze Weile. Sie haben immer unterschiedliche Formate ausprobiert und jetzt das, was wir hier gerade machen, ist beispielsweise online so eine Mischung aus zwei Formen, die wir nicht online bei Veranstaltungen ausprobiert haben in den letzten Monaten. Das ist so eine Mischung aus der OERcamp-Werkstatt, die wir jetzt dreimal gemacht haben im Winter, wo Leute zusammenkommen und Material machen und Coaches da sind und die Menschen dabei beraten. Dabei sind unter anderem die Ergebnisse rausgekommen, die Christine vorhin auch erwähnt hat. Wenn man OERcamp-Werkstätten-Ergebnisse googelt, findet man das sehr schnell. Und dann gibt es noch so Veranstaltungen, wo die OER-Camps hingehen und an bestehende Veranstaltungen, wir nennen das immer andocken, also da hinkommen, wo Menschen gerade mit so Themen arbeiten, mit Themen zu tun haben, die OER gut als Erweiterung ihres Themenbereichs verstehen könnten. Und dann gibt es noch klassische Barcamps. Und im Moment ist durch Corona fast alles abgesagt, was wir so vorhatten an Veranstaltungen.
fast alles, weil es in zweierlei Hinsicht Ausnahmen gibt. Das eine ist, wir haben jetzt mal gesagt, für den Fall, dass wir im Oktober uns schon wieder treffen könnten, wir denken mal optimistisch, können wir schon mal eine Veranstaltung, ein klassisches Barcamp für Berlin ankündigen. Auf oercamp.de gibt es da schon die Termine, man kann sich sogar schon anmelden. Da das Ganze kostenlos von der Anmeldung ist, ist es auch nicht so schmerzhaft, wenn wir es dann doch noch absagen oder verschieben müssen. Wenn man es schon mal im Kalender hat, hat man vielleicht ein bisschen was, was man zumindest ein klein bisschen als Vorfreude nutzen kann. Außerdem gucken wir natürlich, was wir jetzt online machen können als OER-Camps. Die OER-Camps treffen die Edonauten, ist sozusagen einer der ersten Schritte, die wir da probieren. Wir nehmen auch alle Ideen und Anregungen und Einladungen dankbar entgegen. Man schreibt einfach eine E-Mail an kontakt@oercamp.de, kontakt@oercamp.de und sagt, ah, okay, wir haben hier auch sowas wie die Edonauten, nur ganz anders und könnten da gut das Thema OER andocken, dann schreibt uns, melden wir uns und werden so mal die nächsten Wochen überlegen, was man noch alles online machen kann in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Soweit Werbung für die OER-Camps. Christine, hast du noch was wir sagen sollten, bevor wir die Runde schließen? Nein. Dann ganz, ganz herzlichen Dank an Christina für den Input. Auch schon mal jetzt in Vorausschau auf die nächsten Tage an alle anderen Coaches. Man muss dazu sagen, die Idee, dass die Coaches dazu kommen, die Koordination, die Terminsuche, die Themenfestlegung etc. sind vorgestern Abend und Nacht entstanden. Tage vermischen sich gerade so. Vorgestern oder vor 3 Tagen? In meiner Wahrnehmung, aber ich kann mich auch täuschen, war es vorgestern. Aber vorgestern Abend, ja. Und es war toll, wie schnell und offen das aufgenommen wurde und wie schnell wir das umsetzen konnten. Die OER-Camps werden gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Auch da also vielen Dank. Und ganz konkret nochmal heute Abend Dank an die Menschen, die hinter den Kulissen bei den Edonauten und OER-Camps das Ganze möglich gemacht haben. Das ist Nele Hirsch, das ist Blanche Favry und das ist Christoph Friedhoff. Das war's für heute. Danke in alle Richtungen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.